Der Bahnverkehr ruht. Die Techniker arbeiten sich Stück für Stück an der defekten Oberleitung vor. Und für Verbunds- und Stadtbürgermeister in Unkel dreht es sich jetzt um die Fragen, wann hilft die Bahn den Bürgern? Dass am Tag Nummer 2 immer noch keiner von den Verantwortlichen bei ihnen war und haben die Schäden aufgenommen. Und auch darum, was wäre, wenn dieser Waggon Gefahrgut geladen hätte. Die Frage habe ich mir schon öfter gestellt. Das mag man sich gar nicht ausmalen, auch vor dem Unfall jetzt hier. Wir hatten ja schon andere Unfälle bei Siegburg gehabt, wenn sowas wirklich mit einem Gefahrguttransporter passiert. Und jeder 5. Güterzug hier auf der Strecke ist ein Gefahrguttransport. Das mag man sich nicht ausmalen. Ja, ich sag mal, das waren ja jetzt im Endeffekt geringe Mengen Gefahrgut, Mindermengentransport, die noch einzeln verpackt sind. Wenn Sie sich überlegen, Sie haben einen Großcontainer, der explodiert, das kann richtig gefährlich werden, ja. Die rechtsrheinischen Gleise gehören laut Bahn zu Europas meistbefahrenen Güterzugstrecken. Gefahrguttransporte sind an der Tagesordnung. Anwohner überall dicht an den Gleisen, genau wie in Unkel. Silvester, ganz gutes Silvester. Kann man wirklich, Silvester hautnah, so beschreibt Stefanie Teufel die vorletzte Nacht. Denn hunderte Spraydosen, die in den brennenden Güterwaggons geladen waren, flogen über die Siedlung. An der Seite der 165 Einsatzkräfte vor Ort war auch der Verbundbürgermeister. Also ich war ab 2:30 dann hier gewesen in der Nacht. Es war eine Lärmentwicklung, Rauchentwicklung, Feuerentwicklung. Das war Wahnsinn. Anwohner erlebten eine Nacht des Schreckens. Rollladen verziehen sich, so heiß wird es. Die Frage, warum das Löschen so lange dauerte, obwohl die Feuerwehr nach 10 Minuten da war, sie lässt sich heute genauer beantworten. Die Kollegen von der Feuerwehr dürfen die Gleisbetten nur betreten, wenn sie gesichert sind, der Strom abgeschaltet ist und geerdet. Und das gelang der Bahn erst nach einer Stunde. So, jetzt an 2, hätten Sie sich da irgendwas anders gewünscht? Natürlich hätte ich mir gewünscht, dass der Krisenmanager früher vor Ort gewesen wäre, dass direkt der Strom hätte abgeschaltet werden können. Warum dauerte es so lang und welche Konsequenzen ziehen Sie, fragen wir die Bahn. Auf diese konkrete Frage heißt es allerdings nur: Die Bahn ist und bleibt eines der sichersten Verkehrsmittel, das zeigen alle Statistiken. Den Ablauf des Einsatzes werde man analysieren. Den Müll am Bahndamm hat der Bürgermeister bereits auf eigene Faust in den Sondermüll transportiert. Doch ein Ansprechpartner bei der Bahn? Ich hatte keinen gehabt. Ich hatte heute Morgen alles versucht. Auch von den Geschädigten findet den hier bislang keiner.